Johann Ulrich Steigleder, Tabulaturbuch von 1627, darinnen das Vaterunser 40 Mal variiert wird. Das Vaterunser ist das Gebet des Herrn. Steigleder deutet in Bildern auf den Gekreuzigten hin. Diese Bilder finden sich im Vorwort des Tabulaturbuches. Man muss sich vorstellen, ein Tabulaturbuch mitten im Dreißigjährigen Krieg in den Druck zu geben, ist ein ungeheures Werk. Steigleder hat sein privates Geld investiert auf Zuraten guter Freunde. Diese Freunde waren insbesondere Professoren der Universität Tübingen. Insofern ist deutlich, dass Steigleder diesen Herren seine Komposition, nämlich diese 40 Variationen über das Luthersche Vaterunserlied, nahegebracht hat. Er wird es ihnen vorgespielt haben, sie werden darüber gesprochen haben. Und dann geben diese Herren den Rat, das muss unbedingt gedruckt werden. Das Vaterunser ist das Gebet des Herrn. Es ist gegliedert in drei Bitten und vier Bitten. Drei Bitten sagen, kreisen um das Wort Dein. Dein Name werde geheiligt, Dein Reich komme, Dein Wille geschehe. Und vier Bitten, die das Wort Unser beinhalten. Unser täglich Brot gib uns heute, unsere Schuld vergib uns, führe uns nicht in Versuchung, erlöse uns von dem Bösen. Insofern ist diese Unterscheidung in drei und vier eine wesentliche Unterscheidung, die vom Gegenstand des Vaterunser her geprägt ist. Und meine Analyse beinhaltet, dass die Unterscheidung zwischen drei und vier als eine Wesenheit nachher konstituierend ist für dieses Werk, nämlich die 40 Variationen über Vater unser im Himmelreich von Johann Ulrich Steigleder. Nun haben wir ein Problem. Luthers Lied über das Vater unser enthält eine Einleitung, dann die sieben Bitten in sieben Strophen und eine Ausleitung. Es gibt also insgesamt neun Strophen. Wenn wir nun davon ausgehen, dass Luthers Lied, über das ja komponiert wurde von Steigleder, nicht nur in Strophe 1, sondern in allen neun Strophen gegenwärtig sein soll, dann ist es schwer, das mit der Anzahl von 40 Variationen übereinzubekommen. Genauso schwer ist es, wenn wir sagen, die Schlussvariation 40 hat drei Teile. 42 ist ebenso nicht mit 9 teilbar. Es kann also keine geradlinige Unterteilung der 40 Variationen oder 42 Teile gemäß den 9 Variationen geben. Es muss einen irrationalen Schlüssel geben. Nur, wo liegt er? Das ist bis in unsere Tage nicht befriedigend beantwortet worden. Doch ich denke, ich konnte vor nun etwa 15 Jahren den Schlüssel dazu tatsächlich aufdecken und finden. Und die eben gehörte Variation 14 spielt dabei eine bedeutsame Rolle. Jetzt möchte ich das Ganze als ein Problem und dem Versuch, es aufzuklären, darstellen. Wie beschreibt sich das Problem, um es noch einmal zuzuspitzen? Die Frage ist, wie sind 9 Strophen mit 40 Variationen oder mit 42 Teilen kompatibel? Welcher Lösungsweg könnte sich anbieten? Eine Zuordnung, 9 Strophen, 40 Variationen, ist nicht gleichmäßig zu strukturieren, genauso
eine Zuordnung zu 42 Teilen. Jetzt suchen wir nach Kriterien einer anderen Gliederung. Gibt es möglicherweise Gruppen von Variationen, die zwingend zusammengehören und die einen Hinweis geben könnten für eine inhaltliche Zuordnung? Meine Antwort, das wäre nun der nächste Schritt, ist, besondere Zäsuren, Einschnitte und auffällige Gliederungspunkte zeigen den Weg. Welche Gliederungspunkte kommen in Frage? Meine These lautet, es gibt besondere Indizien, dass ein Einschnitt zwischen Variation 9 und 10 vorliegt, dann zwischen 13 und 14, zwischen 16 und 17, zwischen 19 und 20, dann bei 22, bei 24, bei 30 und 36. Ich möchte vorschlagen, sich nun also auf die Variationen 10, 14, 17, 20, 22, 24, 30 und 36 zu konzentrieren. Sofern der Betrachter des Video Noten vor sich hat, möge er sich nun ganz selbst eigenständig damit beschäftigen, um diesen Lösungsweg möglicherweise auch dann selbst aufzufinden. Daher möchte ich folgende Fragen in den Raum stellen, die jeder für sich nun prüfen möge. A. Lassen sich die genannten Einschnitte rechtfertigen? Frage. B. Welche Ordnungen oder welche Ordnung ergibt sich aus genau dieser Einteilung für das Werk Ganze? C. Zu prüfen und zu beachten ist, dass Variation 40 drei Teile aufweist. D. Könnte es einen Zusammenhang geben zwischen dem Übergang in triolische Bewegung am Ende der Variation 19 und dem Übergang von Variation 38 zu 39, in dem nämlich 39 die einzige Variation im dreizeitigen Metrum innerhalb von insgesamt 40 Variationen ist? Und ein Punkt E. Was sagt Punkt D und E über die Zeitgestalt des gegebenen Werkes aus? F. Wo erklingt gewöhnlicherweise eine Toccata? Und was könnte es bedeuten, dass in unserem Fall die Toccata ganz am Schluss kommt, nämlich als Variatio 40. Das sind sechs Fragen, die nun der Betrachter selbst anhand der Noten prüfen möge. Wir sind beim Nachdenken über Johann Ulrich Steigleders Tabulaturbuch von 1627 über Luthers Vaterunserlied, Vater unser im Himmelreich, und die Tatsache, dass Steigleder 40 Variationen über dieses Lied schreibt und 9 Strophen nicht zur Zahl 40 korrelieren, genauso, wenn die Schlusstoccata 3 Teile hätte, 9 Strophen nicht zu 42 Teilen korrelieren würde. Jetzt möchte ich 7 Hilfestellungen anbieten zu den in Feature 1 genannten Fragen. Hilfestellung 1. Der Punkt ist, die ersten 9 Variationen zeigen eine klare Gliederung zu 3 plus 3 plus 3 Variationen. Wie komme ich zu dieser Aussage? Eine erste Antwort ist folgende. Die Variationen 1, 2 und 3 können als Gruppe gesehen werden, nämlich 3 Fugen, eine lang gekomponiert, 2 anschließende
leicht und kurz zu schlagen. Davon unterscheidet sich dann eine nächste Gruppe von Variation 4, 5 und 6. Dort gibt Steigleder jeweils an, man könne den Cantus firmus auch singen lassen oder durch ein Instrument, also eine Geige zum Beispiel, spielen lassen. Für Variation 4 sieht er den Diskant, dann für 5 den Tenor und für 6 den Bass vor. Also auch hier ist eine klare Gruppe aus 3 Variationen zu erkennen. Und schließlich Variation 7, 8 und 9 ist wiederum ausgezeichnet durch ein nächstes Kriterium, nämlich einen Cantus planus, zunächst im Diskant, in der folgenden 8. Variation im Bass. Und jetzt wird der Bass des Stückes dann in der Variation 9 koloriert. Das heißt, wieder haben wir Anlass, eine Dreiergruppe zu sehen. Meine Hilfestellung heißt, dass jetzt ein Schnitt gedacht sein könnte, weil nämlich Variation 10 auf dem ersten Taktteil des Taktes 1 in allen 4 Stimmen eine Pause notiert. Wenn man sich das in einer Partitur vorstellt, ist das sehr eindrücklich. Jede Stimme beginnt mit einer Pause. Das könnte ein Indiz auf einen ersten großen Schnitt bedeuten. Ein weiteres Kriterium ist, innerhalb dieser Gruppe aus 3 plus 3 plus 3 Variationen, die möglicherweise für Strophe 1 stehen könnte, es ist die Anrufung Vater unser im Himmelreich und der Vater, der Sohn und der Heilige Geist ist die Dreieinheit, die Dreieinigkeit. Also liegt es nahe, diese erste Strophe tatsächlich in 3 plus 3 plus 3 Variationen zu gliedern und zuzuweisen. Aber noch ein Kriterium kommt dazu. Die allererste Variation ist sehr ausladend komponiert, Variation 2 und 3 kürzer. Und die letzte Variation des 9er Blocks ist eine Kolorierung des Basses, ein Kriterium, das vorher nicht auftaucht. Also kämen wir außer der Gliederung in 3 plus 3 plus 3 noch zusätzlich in eine Gliederung 1 plus 2 plus 3 plus 2 plus 1. Und das schon ist eine sehr eindrückliche Architektur, wie ein Altar mit Stufen auf und wieder absteigend und dann Variation 10 mit dem Schnitt angezeigt durch die Pause auf der ersten Takthälfte der Variation 10. Wenn wir diese Pause nehmen als ein ganz eindeutiges Indiz, dann wird damit die Zahl 4 betont, weil 4 Stimmen schweigen. Vorher wird die Zahl 3 betont. Auch dieses hätte ein klares Korrelat zum Vater Unser mit seinen 3 plus 4 Bitten. Und dass Steigleder mit den Zahlen operiert, wird auch durch ein nächstes Indiz deutlich. Er schreibt für die letzte Variation, dass es ein Griff sei mit 8 Stimmen und dann 6 Stimmen, wie die Partitur anzeigt. Das wäre der Beginn von Variation 40 und ich möchte darauf hinweisen und das eben jetzt als eine erste Hilfestellung verstehen, dass die Zuordnung zu Zahlen 3 oder 4 genauso wie 6 und 8 als Gruppierung oder als Anzahl von Stimmen bei Steigleder explizit ausgewiesen ist.
Jetzt eine Hilfestellung 2. Diese Hilfestellung wird deutlich an Variation 14. Wenn wir nämlich Folgendes sagen würden, auf 3 plus 3 plus 3 Variationen folgen 2 plus 2 oder auf 3 hoch 3 Variationen folgen 2 hoch 2, dann wäre der nächste Schnitt zwischen Variation 13 und 14. Und jetzt wäre die nächste Hilfestellung die, zu schauen, was ist denn Variation 14? Es beginnt mit einer dreistimmigen Musik oder die ganze Variation ist dreistimmig. Die Zuordnung wäre die zu Strophe 3. Diese Strophe lautet: Es kommt ein Reich zu dieser Zeit und dann hernach in Ewigkeit. Der Heilig Geist uns wohne bei mit seinen Gaben mancherlei. Des Satans Zorn und Großgewalt zerbrich, vor ihm dein Kirch erhalt. Das wären also die 6 Zeilen dieser dritten Strophe. Und ich möchte nun ganz knapp zeigen, dass diese 6 Choralzeilen genau mit der Musik der Variation 14 übereinkommen. Es kommt ein Reich. Fanfaren, die eigentlich nach oben steigend würden und sollten, um den Herrscher zu preisen, steigen nun nach unten. Das wäre ein Indiz, dass das Reich zu uns kommt. Und dann hernach in Ewigkeit, hernach. Die zweite Strophe ist so komponiert. Anstelle des synchronen Klangs hört man nachschlagende Achtel. Das ist für mich eindeutig das Indiz für das Wort hernach. Der Heilig Geist uns wohne bei. Wieder eine absteigende Figur, jetzt aber in Achtel komponiert. Der Heilig Geist uns wohne bei, das ist eine Bitte. Und diese Bitte wird möglicherweise ausgedrückt durch diese überraschende Klamazione, diese Figur. Also eine Bitte, dass der Heilige Geist bei uns wohnen möge. Die Choralzeile endet in der Perfektio. Insgesamt lautet sie so. Die nächste Choralzeile lautet: Mit seinen Gaben mancherlei. Der Heilige Geist uns wohne bei, mit seinen Gaben mancherlei. Auch hier absteigende Bewegung vorherrschend. Es ist eine Umkehrung von oder von. Das sagte dort hernach in Ewigkeit. Jetzt wird ausgesagt, der Heilige Geist möge seine Gaben uns geben. Also dreht sich gleichsam die Diktion von Choralzeile 2 um in dieser Weise. Jetzt kommt
eine sehr dramatische Formulierung des Satans Zorn und Großgewalt. Hier begegnen wir dem Stile Concitato des 17. Jahrhunderts, also jener dramatische Stil als eine völlige Neuerfindung musikalischer Mittel, die es im 16. Jahrhundert so nicht gab, kennzeichnend plötzliche schnelle Bewegungen und eine dramatische Musik, die sich so konstituiert. Zerbrich, des Satans Zorn und Großgewalt, zerbrich, vor ihm dein Kircherhalt. Das Zerbrechen, plötzlich ein viel stabilerer Rhythmus beim Wort Zerbrechen. Und das Reich kommt wieder zu uns. Dadurch kann des Satans Zorn gebrochen werden, indem das Reich Gottes zu uns kommt. Also das Wort Zerbrich ist so komponiert von Steigleder. Und das spinnt sich fort. Vor ihm dein Kircherhalt. Endend mit der Perfektio. Die Zuordnung gelingt hier also, die Zuordnung der Strophe 3 zu dieser Variation 14, gelingt hier also in eminent guter Weise. Im nächsten Feature möchte ich die übrigen Hilfestellungen präsentieren. Im Moment waren es Hilfestellung 1 und 2. Es folgt 3 bis 7 im nächsten Feature.